Hallo, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen bei unserer Lagerfeuerromantik hier am zweitgrößten Monolith der Welt. Wir sind in Ben Amera, hier in Mauretanien. Ja, und was wir die letzten Tage in diesem wunderschönen Land erlebt haben, das seht ihr jetzt in unserem Video. Der Sonnenuntergang ist vorbei und jetzt gibt es ein leckeres Abendessen hier auf unserer Landzunge, auf der Klippe beim Leuchtturm in Mauretanien. Und tatsächlich essen wir viel drin. Es gibt ja viele Overlander, die sagen, um Gottes Willen, wozu braucht ihr so ein großes Wohnmobil? Wir machen alles draußen. Zu dieser Fraktion gehören wir nicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir wirklich viel drin sind. Oft geht ein Wind. Dann willst du auch nicht draußen sitzen. Dann gibt es viele wilde Hunde. Oder aber es gibt Mücken. Oder aber es wird recht kalt. Hier zum Beispiel ist es tagsüber wunderschön, aber jetzt ist es echt frisch. Und dann ist es stockfinster, die Mücken fliegen, du wirst gestochen. Da sagen wir, warum? Wir können hier drin so schön sitzen. Und wenn du einen ganzen Tag in der frischen Luft bist, und das sind wir, dann möchtest du abends auch in deinem kuscheligen Zuhause sein. Ja, und das sind wir jetzt. Und wir haben Kartoffelgratin, also kein mauretanisches Gericht, sondern wir haben Kartoffelauflauf mit Gurkensalat. Und draußen rauscht das Meer und wir sehen die Lichter von den Schiffen, die, wie wir vermuten, warten, bis sie beladen werden von dem Iron Train, der hier vorne hält. Und morgen geht es dann weiter am Meer entlang und dann wollen wir unsere Vorräte auffüllen, weil viel haben wir jetzt dann nicht mehr, bevor es weitergeht in die Wüste. Guten Morgen hier von der Klippe aus Mauretanien. Wir hatten hier eine wunderbar ruhige Nacht verbracht und sind bei strahlendem Sonnenschein wieder aufgewacht. Heute Nacht, das ist uns gestern tagsüber gar nicht so aufgefallen, aber heute Nacht haben wir zum Fenster raus die Lichter gesehen von den vielen Schiffen, die hier vor der Küste von Mauretanien darauf warten, in Noha Debou mit den Gütern des Eisenzuges, eines der längsten Züge der Welt, zumindest der von Afrika, warten die darauf, beladen zu werden. Einige, die Lichter, das waren so richtige Reihen, sehr interessant zu beobachten. Wir hatten zwar eine super ruhige Nacht und es ist ein ganz toller Platz, aber wir werden jetzt weiterfahren aus dem einfachen Grund, es wird heute wieder recht warm und wir möchten gerne ein bisschen baden. Und es geht hier oben ein bisschen schwierig, weil wir einfach weit oben sind und dann ein Stück im Quad fahren müssen an den Strand. Das gibt es mit Sicherheit auch einfacher und deswegen fahren wir jetzt so nur eine halbe Stunde. Da ist ein Platz, da kann man wohl auch schön baden. Das probieren wir jetzt aus.
so ein schöner Platz, oder? Ich weiß jetzt wieder, warum wir Colors on Tour heißen. Als wir gestern hierher gekommen sind, haben wir gesagt, wow, so ein schöner Platz, ist ja wunderschön. Hier bleiben wir bestimmt 3 Tage, ist ein Traum, sowas finden wir vorerst nicht wieder. Und heute Morgen hat sich ein bisschen zugezogen. Bleiben wir oder fahren wir weiter? Ja, was soll ich euch sagen, wir fahren weiter. Wir wollen ja jetzt die Wüstentour machen, die Bahnstrecke. Und da müssen wir vorher noch ein bisschen einkaufen. Wir haben jetzt zumindest schon mal alles gewaschen. Meine Wäsche ist auf Null, die Bettwäsche ist frisch bezogen, wir sind gewaschen. Das Wasser ist 100% voll. Jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen Einkaufssachen und dann denke ich, würden wir auch 3 Wochen in der Wüste überleben. Ich hoffe, es sind nur 3 oder 4 Tage. Wir fahren jetzt eben auf den Markt bzw. in einen Supermarkt und werden dann diesen doch traumhaft schönen Platz nach nur einer Nacht verlassen und die Wüstentour starten. Und drückt uns die Daumen, wir nehmen euch mit. Guten Morgen aus der Wüste. Das ist eine windige Angelegenheit heute Morgen. Es ist erst 8:30 und wir sind recht früh aufgestanden. Wir haben nur 10 Kilometer von der Einfahrt, von dem Einfahrtstrack zur Piste am Eisenzug hier entlang hier in Mauretanien übernachtet. Wir wollten das gestern immer fahren, weil es schon so spät war und man ja eigentlich sagt, man soll die tiefen Sandpassagen vormittags fahren, weil der Sand da ein bisschen fester ist. Deswegen sind wir heute Morgen früh aufgestanden, 8:30 sind wir jetzt abfahrbereit und machen jetzt den Einstieg, 10 Kilometer von hier und schauen mal, wie es klappt mit uns am Eisenzug entlang. Ja, wir haben den Iron Train Track erreicht. Highway to Hell. Ja, das wird vielleicht unsere längste Offroad-Strecke auf unserer Reise. Wir haben jetzt ca. 350 Kilometer vor uns, quer durch die Wüste, ohne eine Ortschaft, ohne irgendwas. Und wir versuchen uns hier den Weg durch den Sand zu finden. Also ich habe gelesen, das ist eine epische Offroad-Strecke, die jeder Overlander einmal in seinem Leben gefahren sein muss. Wir zählen uns jetzt zwar nicht zu den Hardcore-Overlandern, ihr wisst ja, wir sind eher die Tüllröckchen-Fraktion, aber die fahren wir jetzt auch. Ja, und wie das aussieht, ich blende mal kurz um. So sieht die Strecke aus. Auf der linken Seite ist die Bahnstrecke, die ist jetzt so ca. 200 Kilometer weg. Und wir haben immer so 200 Meter weg. Und wir haben immer so ein bisschen Sandpiste, dann ein bisschen Stein. Also jetzt sieht man die Piste ja relativ gut. Zwischendurch wird es immer wieder schlechter und zwischendurch kommen auch immer wieder Weichsandstrecken. Zurzeit nicht. Wenn die nächste Weichsandstrecke kommt, werde ich nochmal eine Aufnahme starten. Ja, und jetzt fahren wir ein, zwei Stunden, nochmal eine Stunde, machen dann etwas Frühstück mitten im Nirgendwo und fahren heute weiter und werden auch irgendwo hier an der Bahnstrecke dann übernachten. Also alles in allem finde ich es eigentlich eher im Moment noch sehr entspannt. Unser Specki wühlt sich da echt schön durch und es ist natürlich ein irre Gefühl, einfach diese Einsamkeit. Ich finde es total schön. Man muss sich im Kopf nur so ein bisschen frei machen, dass irgendwas passieren könnte. Blinddarmentzündung oder was weiß ich. Wenn man das mal hinter sich gebracht hat, wir haben genug Wasser, egal was wäre, wir haben genug Wasser an Bord. Selbst wenn wir uns festfahren würden oder einen platten Reifen hätten, wüssten wir uns eigentlich schon zu helfen. Ja, und wenn man das mal, wie gesagt, gedanklich hinter sich gebracht hat, dann fängt man an, es zu genießen. Und dann ist es einfach wunderschön.
Und kein Stau wie auf der A4. Ja. Jetzt hatten wir eine sandige Passage. Jetzt kein Stau. Ich fahre mit einem Reifendruck von 3 Bar, also etwas über Sanddruck und ganz leicht unter Pistendruck. Und ich habe 2 meiner 5 Sperren eingeschaltet. Von dem her, wir hätten noch ein bisschen Luft, wenn es ein wenig schwieriger wird, aber mit der Konfiguration, wie wir sie jetzt haben, kommen wir super durch und die werden wir mal so belassen. Und sonst nehmen wir halt einen Zug. Wir haben einen Baum gefunden und ich glaube, es war so ziemlich der einzigste auf den letzten 100 Kilometern. Wir haben das erste Drittel vom Iron Train Track richtig von der Hauptstraße weg, von dem Dorf Ben Lamo oder Ben Lano oder so irgendwie heißt es, bis hin zu Ben Amera, dem Monolithen, geschafft. Ja, es war ein hartes Stück. Beziehungsweise unser Dicker hat eigentlich super gut durchgezogen. Aber es war ein bisschen aufregend. Es ist halt schon, ich meine, 300 Kilometer quer durch die Wüste allein. Ich denke, das ist schon nicht ganz ohne. Aber wir sind guter Dinge, haben hier einen tollen Platz gefunden. Der Zug ist schon direkt da hinten zweimal vorbeigefahren. Und jetzt genießen wir unser Schweinekotelett mit Kraut gegrillt mit beim Sonnenuntergang. Hier weit und breit ist kein Mensch. Es fühlt sich unheimlich schön an, es fühlt sich gut an, es ist eine Ruhe, das kann man ganz schlecht beschreiben. Und von jedem Tag, von Tag zu Tag, gefällt uns Mauretanien eigentlich besser. Diese Ruhe, die die Menschen und die Natur ausstrahlen, überträgt sich auf uns. Wir fühlen uns absolut sicher und das Einzige, was wir uns mittlerweile fragen, ist, warum nicht viel mehr hier sind. Es ist ein Stück zu fahren, aber von Marokko aus der Weg hierüber ist definitiv lohnenswert und auch ohne Allrad kann man hier einiges machen und mit Allrad wahnsinnig schöne Sachen. Und jetzt essen wir was, damit wir gestärkt sind für die nächsten 100 Kilometer Offroad Track morgen.
Mein Mann ist hochkonzentriert. Schatz, geht's dir gut? Ja. Ist ganz schön heftig, oder? Brutal. Seit 20 Kilometer Tiefsand, weicher Tiefsand. Ja, und wir müssen da wirklich mit 50, 60 km/h durchrauschen, weil es echt nicht ohne ist. Zwischendrin sind immer so ganz kleine Stückchen, wieder so ein bisschen, ja, fester Sand. Und dann geht's direkt wieder, ich zoome mal ein bisschen, damit ihr das sehen könnt, richtig tief, richtig. Heute war ein sehr anspruchsvoller Tag. Wir sind heute ca. 120 Kilometer gefahren und von diesen 120 Kilometer so ca. 40, 50 Kilometer durch weichen Tiefsand. Und es war wirklich sehr anstrengend und auch anspruchsvoll. Wir hatten einen Luftdruck auf den Reifen von etwas über 2,5 bar, also relativ wenig. Ja, und teilweise musste unser Goldmann schon richtig arbeiten. Teilweise in Tiefsand mussten wir wirklich trotz der 510 PS mit Vollgas fahren. Also war ganz eine tolle Sache. Vor allem die ganze Tiefsand- oder Weichsandphase war sehr, sehr schön. Heute haben wir jetzt hier in der Nähe der Bahnstrecke einen schönen Übernachtungsplatz gefunden. Und wir haben für morgen noch ca. 60, 70 Kilometer zu fahren bis Ben Amira, wo wir hinwollen. Das ist die Steinformation, an der wir dann ein, zwei Tage bleiben wollen. Und dann geht es schon zum Ende hinaus zu dieser Offroad-Strecke, die ja wirklich sehr, sehr anspruchsvoll war. Heute zumindest, gestern war es nicht so schlimm, heute war es schon nicht ohne das Ganze. Wir sind wieder unterwegs. Heute ist Tag 3 unserer Offroad-Strecke und wir haben insgesamt so circa 250 Kilometer hinter uns. Sand, ja. Ich zeige euch mal, wie es vor uns ausschaut. So ist die ganze Strecke. Immer wieder Sand, dann kurz durchzogen mit einer ebenen Fläche und dann wieder Sand. Es sind immer so langgezogene weiche Dünen mit ein bisschen fest. So, und jetzt geht es gleich wieder los. Jetzt waren wir gerade unten und jetzt geht es wieder hoch. Es ist schon, also es ist schon sportlich. Jetzt geht es wieder hoch. Genau. Ja, und das meiste ist wirklich weicher Tiefsand, wenn es da in die Dünen reingeht. Ist schon nicht so einfach zu fahren. Ich schalte jetzt mal nochmal nach vorne. So sieht es dann aus, die ganze Dünenlandschaft. Und in einer solchen Landschaft fahren wir jetzt ja so die letzten knappe 100 oder 70, 80 Kilometer. Ich habe aktuell einen Reifendruck von 2,5 bar, was schon relativ wenig ist. Also das ist noch ein ganz kleines bisschen über den Sanddruck. Das heißt, ich könnte noch ein bisschen runtergehen. Brauchen wir aber jetzt gar nicht. Also, und er zieht ja wirklich schön durch und wir haben zwischendrin immer wieder, jetzt kommt wieder so eine Stelle, wo es so ein bisschen fester ist und ab und zu hat es mal einen Stein. Deswegen wollen wir nicht weiter runter gehen. Und direkt so circa 100 Meter links neben uns ist die Bahnstrecke. Wir haben heute auch wieder ganz in der Nähe der Bahnstrecke übernachtet. Und jetzt kommt eine lange, lange flache Phase. Ja, und wir haben noch ca. 60 Kilometer, glaube ich, bis zu Ben Amira. Ich glaube, wir können in der Ferne jetzt schon sehen, diese Erhöhung. Da gibt es ja Ben Amira. Daneben ein Stück ist Ben Aisha. Da hat es dann so Zeichnungen auch. Da werden wir auf jeden Fall ein, vielleicht hat zwei Nächte bleiben, denke ich. Mal sehen, was das Wetter macht. Es ist ein bisschen Wind angesagt. Hoffen wir mal, dass es nicht in einen Sandsturm ausartet. Und wenn wir an Ben Aisha sagen, wir fahren weiter, dann fahren wir
über Atta ans Auge Afrika. Ja, die gesamte Offroad-Strecke vom Start bis zum Auge Afrikas sind etwas über 600 Kilometer. Also das ist schon verdammt lang, das ist schon eine verdammt lange Strecke. Ja, aber heute hoffen wir bei Ben Amira anzukommen. Ja, wir sehen ihn schon im Vordergrund und da werden wir mal dann 2 Nächte bleiben. Ja, die letzten Nächte waren wirklich ruhig, wir haben gut geschlafen. Heute Nacht ist sogar 3 Jeeps vorbeigefahren an uns. Wir haben also am Horizont die Lichter gesehen und es waren Einheimische, die sind in der Nacht voll Speed vorbeigerauscht, direkt an unserem Womo. Aber ansonsten ist es sehr ruhig, wir fühlen uns also sehr, sehr sicher hier in dieser Wüste. Und wir sehen natürlich immer wieder so 2-mal am Tag oder 3-mal am Tag den Zug vorbeifahren, was auch immer sehr spannend ist. Was man ja sagen muss, was man jetzt einfach merkt, oder drüben ist wieder ein Kamelskelett. Das sehen wir ab und zu. Wir sehen ab und zu mal ein Kamelskelett liegen. Was man ja sagen muss, was uns jetzt wirklich zugutekommt und was uns da jetzt wirklich extrem auffällt, ist das gute Setup, das wir einfach an diesem Fahrzeug hier haben, das uns Orange World da gebaut hat. Da haben die uns einfach auch super beraten. Manche denken, wir haben überdimensioniert, aber für so eine Strecke jetzt, ich meine, wir sind jetzt doch tagelang absolut weg von jeglicher Zivilisation. Wasser gibt es einfach nicht. Und ob es dann in Atta Wasser gibt, müssen wir schauen. Aber wir haben immer noch 85% Wasser, obwohl wir jetzt 4 Nächte unterwegs sind. Unser Strom ist zu 98% voll. Also wir können abends lecker kochen. Wir verzichten auf nichts. Es gibt Wassermelone zum Nachtisch und Bananenkuchen habe ich gemacht. Und heute gibt es Mango-Hähnchen-Curry mit Reis. Gestern gab es asiatische Nudeln. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie am Stein oder am Sand lutschen müssten. Wir haben natürlich auch bezüglich des Trinkens kein Problem, da wir ja unser Wasser aus dem Tank trinken. Das funktioniert auch hervorragend. Wir hatten bisher noch nie irgendwelche Probleme. Und wenn wir fahren, lassen wir auch immer hinten in der Kabine die Klimaanlage laufen. Ist auch sehr angenehm. Das heißt, wenn wir anhalten und nach hinten gehen, um einen Kaffee zu trinken oder eine kurze Pause zu machen, ist es auch immer sehr frisch hinten in der Kabine. Also das Ganze ist ziemlich easy. Wir sind halt weit weg von der Zivilisation. Aber ansonsten ist das alles relativ cool, oder? Ja. So, jetzt schauen wir noch die letzten Kilometer bis zu Ben Amira hinter uns zu kriegen. Und dort werden wir dann eine Zeit lang bleiben. Frühstück ist fertig und wir sind es auch. Wir sind recht früh aufgestanden heute Morgen, um die letzte Etappe nach Ben Amira, da ist eine Fliege, um die letzte Etappe nach Ben Amira zu machen. Es war nicht mehr so weit, es waren noch 40 Kilometer ungefähr. 60 Kilometer. Und dann sind wir früh aufgestanden, ohne Frühstück, einfach raus beim Morgengrauen und haben jetzt die letzte Passage gefahren, haben einen Eisenzug nochmal gesehen. Das ist einfach immer wieder so beeindruckend. Und jetzt haben wir Ben Amira erreicht. Es ist ein bisschen bedeckt und es windet auch. Also Wetter ist nicht so optimal. Aber die Kulisse ist einfach sagenhaft. Das soll euch der Bernhard jetzt mal zeigen. Wahnsinn! Also wir stehen hier wirklich an diesem Monolithen, der zweitgrößte auf der Welt ist.
Wir waren auch schon am Ayers Rock in Uluru in Alice Springs, Australien. Ich muss sagen, der hier ist nicht weniger beeindruckend und vor allem, wir haben ihn ganz für uns. Wir haben diesen riesen Monolithen ganz für uns und das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Und nachdem wir ja jetzt die letzten 3 Tage doch wirklich viel gefahren sind, diesen Wahnsinnswüstendreck hinter uns gebracht haben, werden wir jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Nach dem Frühstücken werden wir hier das ein bisschen genießen. Vielleicht machen wir auch noch einen klitzekleinen Mittagsschlaf. Wir sind nämlich ein bisschen müde. Ja, dann werden wir die nächsten 2 Tage, glaube ich, hier stehen bleiben. Und dann geht's weiter. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir den nächsten Wüstentrack schaffen zum Auge Afrikas, auch einer unglaublich tollen Geschichte, die hier in der Wüste ist, die man sogar aus dem Weltall sieht, ja, dann bleibt dabei. Like dieses Video, abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst von unserer nächsten Wüstentour, die uns zum Auge Afrika bringt.